frage mich nicht mehr, was das da war. Ich war glaube Fahrschulgruppe dann am Ende. Ich musste eigentlich Führerscheine ausstellen und so. Aber davon habe ich dann irgendwie auch nichts mehr gesehen, weil ich nur mit den Offizieren durch die Kante gefahren bin und denen ihre Computer repariert habe. Da hatte ja jeder einen, aber keiner hatte Ahnung. Und wie das so ist, haben sie es immer mal kaputt gespielt. Aber dann kam der Matze, hat es repariert. Was ist denn schon wieder für ein Knall, Alter? P-Munition, merci. Ah, ist heute immer noch so. Okay. Da hinten war einer am Baum, habt ihr ihn gesehen? Der mich ja sieht, wenn ich hier unten bin. Dachte man doch, da hinten rennt doch ein Punkt. Wie er hinterm Baum vorgelugt hat, als hätte ich ihn nicht gesehen, Alter. Aber Matze mit seinen Adleraugen. Kommt doch. Кепка ёбаная. Кепка ёбаная. Was auch immer das bedeutet. Matze ist so hinterhältig und gemein. Er hat den kleinen Meisenmann erschossen. Er wollte doch nur looten. Wo wir gerade dabei sind. Zwecks. Hartherzigkeit, Ungerechtigkeit und so. Also was heißt ungerecht? Letzter Preis. Ach so? Ehrlich? Bist du komplett der russischen Sprache mächtig?
Kleiner Meisenmann, Level 13, das arme Schwein. Für ihn war die Fahrt zu Ende. Gelootet wird er noch nichts haben. Achso, ne, ein Witz, okay. PP-Munition, geil. Hätte ich ihm auch gern gelassen, aber kriegt er ja eh nicht wieder. So, was wollte ich gerade erzählen? So, ich habe irgendwann die Tage mal bei einer Tarkov-Zockerin reingeguckt. Nennt sich Gingi oder Chinchi oder Kinchi oder wie man auch immer das ausspricht. Muss sagen, ich war enttäuscht. Schießt einer auf meine Skeps. Sie warb. Bloß ins Käff. Sie war mit dem Slogan Second Kappa Grind. Also sie hat war auf dem Weg zum zweiten Mal einen Kappa Container zu machen. Was ja schon nicht schlecht ist. Aber dann habe ich so eine Weile zugeschaut und dachte mir, die Sache war die, sie war auf Woods hinten am Skeff-Bunker gespawnt. Moment. Ich hab doch hier. Stepporinos gehört. Das, was ich jetzt erschossen habe, war ein Skeff. Und was davor, das war doch ein Spieler, oder? Aber wieso konnte der Spieler dort reinschleichen, wenn der Skeff dort steht? Naja, Fragen über Fragen. Jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Sie war am Skeff-Bunker hinten gespawnt, ist dann rein, hat da Loot gesammelt, ist dann weiter Richtung Bears Camp und von dort zum Music Camp rüber
Und im Music Camp hat sie gesehen, da ist ein Kegner. Und da hat sie versucht, per Voice over IP mit ihm zu reden. Entweder ging es nicht bei ihr oder der Typ hatte Voice over IP aus. Jedenfalls hat der die dann erschossen. Und dann war das Gejammer groß. Warum? Ich habe doch mit ihm gesprochen. Und wieso erschießt er mich? Und ey, dachte ich mir, Alter, bist du doof oder was? Das ist Tarkov. Nicht jeder hat Voice over IP an. Ich zum Beispiel auch nicht. Genau aus diesem Grund habe ich Voice over IP nicht an. Ich hätte auf Voice over IP locker verzichten können. Das ist so eine Scheiße, bitte lass mich leben und so ein Scheiß. Ich bin, will ja bloß zum zweiten Mal Kappa machen. Am Arsch hängt der Hammer, Alter. Hier wird alles abgeknallt. So einfach ist das. Oder ich gehe drauf. Ist mir, deswegen spiele ich Tarkov, Mann. Yes, finally toothpaste. Oh my gosh. Can you please not kill me? I'm just trying to do a quest. Please don't kill me. I'm just trying to do a quest. I didn't know I wasn't on full auto. Ach komm. Ich bin heute Kumpel wie Schwein, Junge. Und da dachte ich mir, nee, pff, dieses Gejammer. Und dann großfressig zweites Mal, wenn sie auf diesem Weg Kappa macht, ich will ja jetzt nichts unterstellen, die wird das Spiel schon können oder so, aber weißt du, hier einen auf Weibchen machen und dann, och, lass mich leben, ich bin ja will nur questen und so ein Scheiß und da habe ich kein Verständnis dafür. Bei aller Liebe. Und das ist genau der Grund, warum ich diesen Scheiß Voice over IP hier drin nicht haben will. Das ist das Letzte, was ich gebraucht hätte hier in dem Spiel. Es gibt so viele Baustellen. Und was kommt? Voice over IP, damit du dir das Gejammer von irgendwelchen Leuten, die questen wollen, reinziehen kannst. Aber dann mit, ich mache jetzt zum zweiten Mal Kappa, weil ich habe Langeweile, ich kann den ganzen Tag Tarkov zocken und dann, ich habe, was soll ich machen? Mache ich halt zum zweiten Mal Kappa. Und damit ich das auch kann, heul ich rum, wenn mich einer erschießt. Und vor allem die ganzen Dudes in ihrem Chat alle mit so, oh, wie konnte der dich erschießen? Oh, warum? Du hast doch mit ihm gesprochen. So ein Vollassi, Toni, Alter. Das. Ey, hör mir auf mit so einer Scheiße, Alter. Das. Nee, ich bin da echt jetzt gehässig und bin froh, dass der die abgeknallt hat. Weil so. So gejammert dann hinterher noch. Oh, jetzt bin ich tot. Oh. Wisst ihr, was ich meine? Echt, sowas geht mir auf den Sack. Das mag hartherzig von mir sein. Oder was auch immer. Ist mir aber auch egal. Weil das ist meine Meinung, echt. Und vor allen Dingen, ich habe nicht in der ganzen Nacht Zeit, Tarkov zu zocken. Und ich sterbe auch, was soll ich denn sagen? Ey, lass mich leben, ich kann bloß abends zocken, Tarkov. Und das eigentlich auch nur dann, wenn ich streame, weil sonst spiele ich es nicht. Bitte, lass mich leben, mein Zeug und alles. Und ich will auch Kappa machen und bitte lass dich... Wie ist das überhaupt? Sagt sie dann, hey, lass dich erschießen, weil ich brauche noch jetzt ein paar Headshots. Kann ich mir gut vorstellen, dass dann welche aus ihrer Community dann reinkommen. Und naja, gut, jetzt geht's halt, glaube ich, nicht mehr ganz so easy, weil ich überhaupt nicht auf voll gesteckt. Weil die jetzt die Serverkennung geändert haben. Aber
Conny, hätte ich mir gut vorstellen können. Warte, komm rein, wir kommen rein, du erschießt uns. Wir schießen dich kurz an, dass du halt hier Tremor hast und dann kannst du uns abknallen. Will ich jetzt nicht auch nicht unterstellen, aber wie gesagt, kann ich mir gut vorstellen, dass das bei manchen so, wenn sie echte Fans sind und das scheinen ja so zu sein, bei dem Gejammer dann, dann wird das auch, wird sich schon was regen unterm Mäntelchen. Und da bin ich, muss ich sagen, gucke ich lieber morgen Sunny. Die ist lässig. Und da gibt es kein Gejammer, wenn die drauf geht, das ist halt so. Da gibt es nicht hier, bitte lass mich leben und so ein Scheiß. Die macht ihr Ding. Die spielt halt Tarkov und nicht Puppenstuber. Nee, war ich echt enttäuscht von der, muss ich sagen. Ist eine niedliche Puppi, aber ich habe dann auch direkt irgendwie dann so den Bock verloren, ihr noch weiter zuzuschauen. Wenn das dann wirklich eine ganze Zeit so ein Gejammer dann ist und das alles ist. Weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe direkt die Lust verloren. Das hat's mir verekelt. Ich finde es schon gut, wenn Frauen auch Tarkov spielen. Absolut. Wie gesagt, Morgan Sunny ist fit. Aber so, das bei der Shinji, das hat's mir verhagelt. Why? Ja, verbrüdern und in den Sonnenuntergang reiten, genau. Wir fassen uns alle an den Händen. Ich meine, was ich mir mal so überlegt habe, was geil wäre, aber das macht keiner mit, glaube ich, so, dass du mal wirklich so einen Peace Day sozusagen in Tarkov hast, wo wirklich keiner auf den anderen schießt. Das wäre vielleicht mal geil. Wo wirklich absolute Waffenstille herrscht, aber wirst du immer ein paar Idioten haben, die sich nicht dran halten, denke ich. Es kann durchaus funktionieren, gab auch schon bei Klaus schöne Situationen, aber wie gesagt, ich glaube, das ist selten. Eher hast du wahrscheinlich so ein Gejammer, lass mich leben, ich habe eine Quest, oder du hast, wie bei uns damals, was Benji mir da erzählt hat, oder eine im Haus, die sagt, na kommt doch rein, pusht mich, ihr Pussys. Also, so ein Scheiß habe ich keinen Bock, vor allen Dingen Tarkov ist für mich halt Kampf. Und Reden und Worte sind halt psychologische Kriegsführung. Das darf man halt nicht vergessen. Hörst du im Voice over IP eine Frau? Das ist psychologisch ein Faktor, der dich sofort hemmt. Das ist genau wie wenn du als Soldat auf eine Frau schießen musst. Das ist nicht. Ohne, das machst du halt einfach nicht so. Ja, bei uns jedenfalls nicht. Da ist das so eine, schon eine psychische Schranke da. Oder wenn dir jemand sagt, so komm, push mich, du Pussy und so, sitzt in seiner Hütte und will, dass du reinkommst, dann ist das halt auch, dann kratzt das an deiner Ehre, das willst du nicht auf dir sitzen lassen, was machst du, du rennst rein wie so ein Vollidiot und stirbst. Das ist alles psychologische Kriegsführung. Das brauche ich nicht. Ich führe hier meinen Privatkrieg und fertig hat sich da. Die können sich die Seele aus dem Leib labern. Die können dort schreiend in ihrem Voice over IP sitzen. Interessiert mich gar nicht. Ich könnte, selbst wenn ich es wollte, jetzt aktuell mit der technischen Umsetzung gar nicht mal Voice over IP nutzen, weil müsste ich bisschen umkonfigurieren. Dann habe ich auch keinen Bock. Muss ich nicht. Es läuft so. Läuft. Ist gut. Ich bin zufrieden mit der Lösung.